Kniffel ausgesucht. Warum? Hast du dazu irgendwie eine besondere Beziehung? Ja, weil wir haben angefangen im Urlaub immer zu spielen. Und da wir die letzte Zeit im Krankenhaus ein bisschen viel Zeit hatten, bei unserer Geburt, haben wir das Spiel mitgenommen und haben uns so die Zeit vertrieben. Wie ist es als frisch gebackener Vater? Ja, schön. Jeder fragt natürlich, wie sich das anfühlt, aber das kann man einfach, glaube ich, nicht so beschreiben, weil es ist was ganz Besonderes, wenn man ja, seine kleine Tochter im Arm hat, und aber unmenschlich stolz, und man könnte privat schon die ganze Welt umarmen im Moment. Ja. Der Name ist für Regensburger oder für Oberpfälzer doch sehr ungewöhnlich. Maixi Sophia. Maxi Sophia. Maxi, ja. Nicht Maixi, man spricht es quasi. Nee, genau. So, man spricht es so aus, wie man es auch liest. Mhm. ist ein sehr spezieller Name. Man hört ihn, glaube ich, nicht ganz so oft. Wir selber haben ihn vorher auch nicht gehört. Wir haben ihn uns so ausgedacht, weil wir was Besonderes wollen. Ja, wir haben dann auch ein bisschen rumgesponnen, dass unsere Hund Chico ja auch aus Mexiko kommt, deswegen passt das ganz gut mit Maxi. Aber ja, und Sophia ist der Name von Mauras zweiter Name und Familienname. Das ist so Tradition, dass sich das so durchführt. Kleine Straße. Wie handelt ihr das jetzt als Familie? Deine Freundin wohnt ja nicht hier. Wie funktioniert das dann jetzt, dass du deine Tochter relativ oft siehst? Ja, Maura ist natürlich auch Profi-Handballerin, natürlich jetzt erstmal im Babyurlaub, und sie bleibt jetzt erstmal bei ihrer Familie in Holland. Da bin ich auch ganz froh drüber, dass sie jetzt nicht alleine ist, zum Beispiel in Bietigheim, wo sie spielt aktuell, und da hat sie ihre Familie um sich rum. Ich versuche natürlich so viel wie möglich an den freien Tagen, die ich habe, natürlich da zu sein. Habe natürlich auch ein gutes Arrangement mit dem Trainer gefunden, und natürlich liegt trotzdem der Fokus natürlich auf dem Sport, aber wenn es dann passt mit den freien Tagen, und dann bin ich natürlich so schnell wie möglich immer dann in Holland. Ja. Als Fußballer ist man ja allgemein sehr unflexibel von der Zeit her. Wie war das bei der Geburt? War das bei euch relativ stressfrei oder? Es ging dann das war die Woche vor dem Braunschweig-Spiel, ging es dann ich war am Wochenende schon vorher da, und dann hieß es dann, wir gehen am Montag ins Krankenhaus. Und das hätte dann noch geklappt eigentlich von der Zeit her, aber die Geburt hatte ich dann so lange hingezogen, dass es von Montag bis Freitag früh eigentlich gedauert hat. Maxi kam dann von der Nacht von Donnerstag zu Freitag halb zwei nachts auf die Welt. Und stressfrei war es dann nicht. Nach vier Tagen Krankenhausaufenthalt kriegt man schon ein bisschen eine kleine Krise, wenn es dann jeden Tag noch immer noch nicht passiert ist. Und aber ja, es machte dann auch keinen Sinn, dann noch nach Regensburg zu fahren, weil ich ehrlich gesagt auch nicht unbedingt so fit war nach den anstrengenden Tagen und Nächten im Krankenhaus. Und im Moment ist es ja im Nachhinein so gelaufen, dann ist es glücklich für uns, dass wir ein bisschen Zeit miteinander gehabt haben. Und natürlich schade für mich sportlich, dass ich da in Braunschweig nicht mitspielen konnte, aber ich denke mal, das ist zu Glück, verkraften. Das Glück geht leider vor. Allerdings, du bist dran. Ja. Fünfzehn nehme ich. Ist okay. Du gehst quasi auf den Bonus oben. Der Bonus ist immer wichtig, den musst du unbedingt haben. Vielleicht nochmal zurück auf deine Vaterrolle. Du bist ja nicht nur im privaten Leben vielleicht der Papa. Siehst du dich in der Mannschaft vielleicht auch als Papa? Eigentlich nicht. Ich werde jetzt oft so genannt. Die Spieler finden das sehr, sehr lustig im Moment. Aber ich sehe mich nicht als Papa. Ich sehe mich einfach als erfahrener Spieler. Und natürlich auch mit meinem Alter zu verbinden, dass ich da natürlich eine gewisse Ruhe und natürlich auch Hilfe für die Jungspieler sein kann. Ich denke, es ist sehr hilfreich, wenn Spieler in meinem Kaliber bei uns in der Mannschaft sind, die da von außen ein bisschen einwirken können. Aber ich habe am Ende genauso meine Aufgabe wie ein 18-jähriger Spieler. Aber es ist schon hilfreich, wenn man ein bisschen mehr Erfahrung hat, natürlich.
So, jetzt wird spannend. Jetzt muss ich streichen. Das nehme ich. Das tut weh. Ich glaube, ich bin uneinholbar. Nein, nicht dein Ernst. Und ich hab's gestrichen. Naja, aber gut, aber es bringt ja noch was. Vierer Pasch ist Gold wert. Ja. Das sind glatte 30. Straße habe ich hier liegen. 1, 2, 3, 4, 5. Kannst du gerne gucken. Können wir gleich einschreiben bei mir? Ist ja nicht Frechheit. Ist doch. Ach Gott. Das ist wie im Sport. Das schlägt der Jahn-Express zu. Fliegt euch ja auch momentan. Einen Rückstand aufholen. Oh, das ist nicht viel. Ja, mach's mal noch. Das ist nicht viel. Ich hab eine 6. Das sind 222. Ja. Der Punkt geht auf mich. Das darf nicht wahr sein. Ich sag nicht, dass ich gewinnen lassen habe.